Hier spricht Ustra und falls ihr es noch nicht gewusst habt, seid ihr hier bei Kerbal Space Program und wir sind unterwegs aus der Atmosphäre, aus der Umlaufbahn der Erde raus, um eine eigene Umlaufbahn um die Sonne zu bilden, dort kurze Forschungsmomente zu erleben und dann gleich wieder zurückzufallen auf die Erde. Ob uns das gelingt, werden wir wohl jetzt in dieser Folge hier sehen. Ich freue mich natürlich besonders darauf, dass es hier gleich wieder soweit ist. Ich hoffe, wir treffen nicht auf diesem Planeten. Nein? Okay, dann ist das ja gut. Okay. Puh. Das ist ja auch immer so ein Punkt hier bei Kerbal, wo ich sage, müssen wir jetzt aufpassen. Müssen wir Kerbal wieder als Target nehmen eventuell? Ne, Moon nicht. Ferdinand auch nicht. Der schützt hier die Erde gerade sehr gut. Wir müssen jetzt mal langsam machen gleich. Gleich sind wir nämlich raus. Und dann haben wir unsere eigene Umlaufbahn. Haben wir es schon erreicht? Sind wir schon da? Ne, jetzt haben wir es erreicht. So. Wir haben also jetzt unsere eigene Umlaufbahn um den Planeten, um die Sonne. Und jetzt ist es wichtig, dass ich erstmal SAS ausmache. Nein, okay, das können wir später machen. Dass wir hier unsere Forschung mal eben veranstalten. 275 Punkte, klar kein Ding. Crew Report, 55 Punkte, klar kein Ding. Hier können wir auch einen Evakuierungsreport starten. Der ist natürlich, da hinten ist die Erde noch. Man sieht es noch gerade eben. 88 Punkte, klar kein Ding, nehmen wir mit. Hier haben wir vielleicht noch eventuell Temperaturen. Eigentlich geht es nicht, genau. Hier auch den Barometer-Scan können wir auch nicht durchführen. Das ist alles ganz normal, weil es hier einfach zu kalt ist, keinen Luftdruck gibt und alles mögliche. Hier nochmal 110 Punkte. Und jetzt müssen wir eigentlich nur dahin zurück. Da, zur Erde. Wie wir das machen? Keine Ahnung. Ich könnte auch Ferdinand als Target nehmen. Völlig egal. Ne, den Asteroiden nicht. Ist das Target? Von mir aus auch den Mond. Ja. Hauptsache, wir kommen erstmal zurück zur Erde und haben wieder da eine Umlaufbahn. Da können wir die. Wir sind natürlich jetzt ohne Ende schnell. Ne? Sieht man ja. Nur wichtig ist jetzt, dass wir zurückkommen. Und da ist natürlich die wichtigste Frage, wie man zurückkommt. Ich glaube, da ist Target, genau. Wir müssen theoretisch komplett Gegenschub geben. Oder wir warten, bis wir hier sind. Auf der Bahn. Dann können wir es natürlich auch anders machen. Was ist wohl einfacher? Gegenschub geben? Gegen so eine Zahl? Wir können das mal probieren. Wow, 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 wow. Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, einmal. Ich glaube, wir entfernen uns vom Planeten. Ne? Nein, wir fahren hinter dem Planeten her. Okay. Jetzt sollten wir gleich also wieder, das hier auf jeden Fall ausmachen, klar. Dann sollten wir das hier abkoppeln. Ne, noch nicht. Okay, das müssen wir jetzt kurz so bleiben. Und jetzt sind wir wieder in der Erdumlaufbahn. Sehr gut, sehr gut. Alles vom Fort. Alles gerade top. Alles perfekto. Ja, Set as Target ist auch schön hier. Mal den kleinen Können wir nicht einen Fokus nehmen oder so? Normalerweise müssen wir ja eigentlich nur, also wir müssen jetzt einmal um den Planeten rum. Wir landen, so wie ich das sehe, streifen wir den Planeten jetzt. Ganz leicht. Da können wir mal versuchen hinzukommen. Wir sind natürlich auch sehr nah, sage ich jetzt mal, am Planeten. Wir werden natürlich immer schneller. Wir werden gleich extrem schnell werden. Deswegen versuchen erstmal wieder hier in geregelte Bahnen zu kommen und das Ganze langsam angehen zu lassen. In der Nähe der Erde bist du ja, da bin ich nie so der Langsame.
So, jetzt müsste irgendwo die Erde auftauchen. Da, genau. Und da müssen wir jetzt langsam hinfallen. Da ist er auf jeden Fall, die kleine Kugel. Und jetzt sind wir natürlich nah. Erdnah. Ich würde mich gerne drehen. Und das Ding gibt keine elektrischen Charges von sich. Fuck a duck! Okay, wir müssen theoretisch die ganze Zeit Gegenschub geben. Warum kann ich eigentlich nicht den Körben selber als Fokus-Körben, ja, von mir so das. So, jetzt ist das natürlich wieder hier ein Pendelspiel der Gefühle. Mir ist egal, ob der pendelt oder nicht. Wir müssen nur da Schub geben. Immer an dieser Stelle. Und dann klappt das. Ist mir völlig egal, was dann passiert. Und dann haben wir wieder genug Punkte, um weiterzukommen. Sage ich jetzt mal. Ich kann, glaube ich, auch ohne elektrische Charges hier noch steuern. Hör auf, wenn ich sag, Schluss ist Schluss. Das muss wichtig, das ist wichtig. Hier natürlich wieder das Optimum. Ja, muss man ja mal sagen. So. So kennt man mich beim Spielen. Dass ich überhaupt keine Ahnung habe und jetzt hier einfach durchs All taumel. Wir könnten aber mal ein bisschen näher fahren. Huch, ah, Hilfe. Ja, und jetzt könnte man hier. Theoretisch. Sehr langsam Gegenschub geben. Das wäre dann theoretisch egal, wohin. Außer vielleicht in die Schubrichtung. Das wäre nicht ganz so geil. Aber ansonsten wäre es mir egal, wohin. Hier können wir noch mal ein bisschen nach außen flahen. Und das Ganze noch mal hier am höchsten Punkt machen. Dann hätten wir ja theoretisch in Gegenschubposition. Sag ich jetzt mal. Die beste Möglichkeit, dann wieder auf den Planeten zu kommen. Zack, perfekt. Jetzt sieht man natürlich super, wo mein Raumschiff ist. Da vorne. Jetzt müssen wir nur ganz dezent abwarten. Auf den richtigen Augenblick. Wir gehen mal hier aufs Raumschiff drauf. Jetzt müssten wir gleich einfach ganz gemütlich auf die Erde fallen. Ihr wisst ja, gemütlich gibt es bei mir gar nicht. Also wir knallen einfach volle Kanne drauf. Oh, was war das denn? Hoffen einfach, dass wir nicht in 1000 Teile zerbersten und ja, das ist mein Plan. Eigentlich. Dieses Raumschiff an sich ist nicht schlecht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass die keine elektronische Schaltung hat zu meinem, ja, zu meinen Elektronen halt. Das ist ein bisschen fick. Aber sonst ist das alles nicht so schlimm, was hier passiert. Klar, natürlich müssen wir davon ausgehen, dass wir irgendwo landen, wo es uns nicht gefällt. Aber da haben wir natürlich kein Widerrufsrecht. Oh, ho, 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 ho. Kein Widerrufsrecht hier auf das Ganze. Wir sind auch relativ schnell. Wir sehen natürlich nichts. Das ist auch schön. Selbst wenn ich Lampen dran hätte, könnte ich jetzt nicht mehr weiter. 8000 Meter, 7000 Meter. So, jetzt sind wir langsam wieder in Erdnähe. Da können wir uns hier schon mal vom Acker machen. Und ab einer bestimmten Geschwindigkeit können wir hier auch anfangen zu bremsen. Ich weiß noch nicht, ab welcher. Wir müssen natürlich erst in die Atmosphäre eintauchen, bevor sowas funktioniert. So, hier ist jetzt der Atmosphäre-Eintauch-Moment. Ich hoffe, der Zähler oben kommt mit.
Oh, wir dürfen jetzt nichts verkacken. So, jetzt müssen wir langsamer werden. Ich hoffe, unsere Fallschirme reißen nicht ab. Boah, ich bin hier echt der Komet am Himmelszelt. Hammer. Sieht von weiter weg bestimmt auch mega aus. Ja. Wünsch dir was, mein Liebling. Boah, kommt erstmal das Ding da runter. Sehr schön. Chudlow hat seinen Dienst ganz gut getan. Finde ich sehr cool. Wir haben echt einen sehr queren Einstieg auf den Planeten. Ich bin froh, dass er uns nicht wieder zurückgeknallt hat. Was, glaube ich, ab einem bestimmten Winkel passieren kann. Ich bin da, wie gesagt, kein Experte drin. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Aber ich meine, man kann ab einem bestimmten Winkel auf dem Planeten ist es so, dass die Atmosphäre dich zurückschleudert. Und da hier Körbel sehr, sehr stark an echten physikalischen Gesetzen dran ist, wirklich sehr, sehr nah dran, sage ich jetzt mal, würde es mich nicht wundern, wenn es auch dieses Phänomen dann geben würde. Ich weiß nicht, wie das heißt, ich weiß nicht, wie sich das genau berechnen lässt oder hervorbringen lässt, aber dann müsste man mit der Geschwindigkeit, mit der man aufkommt, wieder abprallen vom Planeten, wenn das halt im ganz bestimmten Winkel passiert. Frag mich nicht, wie der ist. Aber so ist der irgendwie, ne? So ist das. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder ein paar Punkte kriegen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich habe natürlich nicht nachgezählt. Warum sollte ich auch? Das ist ja nicht meine Aufgabe, hier den Zählbären zu machen. Wir sind noch ziemlich schnell, oder? Ne, wir sind 4 Meter schnell. Das ist völlig in Ordnung. Hm. Mal eben ein Schlückchen gönnen. Vor viel Quatschen, wisst ihr ja. Bin ich immer sehr trocken an sehr nicht trockenen Stellen. Kann ich mir ein bisschen Rolling hier machen? Nein. Das heißt, so kann ich nicht aussteigen, weil die Luke unten drunter ist und ich habe keinen Bock, dass mir der Typ absäuft. Deswegen holen wir es direkt zurück und nehmen gleich die Punkte mit, klar. Und das macht 500 fucking 60 Punkte. So, das waren meine Worte dazu. Ich habe keine. Was man jetzt nicht holen könnte, ist der Greifarm. 700 Punkte ist krass. Man könnte auch noch mehr Jet nach oben, ne? Mehr Power to the people. Natürlich ist es so, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme mal den Greifarm, um auch Asteroiden dann nehmen zu können. Oder auch erforschen zu können, was wahrscheinlich auch viele Punkte gibt. Und das deswegen hoffentlich Sinn macht, was ich hier quatsche. Wir können hier in den Special Control gehen. Da gibt es dann noch irgendwelche Tanks und neue Pots und das nehmen wir auch. Und da kann man hier in den Nuklear-Scheiß gehen. So, und da wollte ich doch wissen, was das ist. Gibt nur 60 Sprit ab. Braucht aber relativ wenig, so wie ich das jetzt sehen kann. Hier haben wir sogar noch so eine kleine Launch Escape System, aha. Irgendwelche Module noch. Was ich haben will, ist natürlich auch hier dieses. Das sind die verbesserten Solarsegel, die man ausfahren und klappen kann. Sehr wichtig. This device contains an extremely sensitive sensor, which when properly settled on a firm surface, will detect and record accurate the smice. Ach, seismische Aktivitäten. While flying, the double stick can also be used to during flight. Warranty void if shake. Ach geil, krass, das ist also eine mehr zum Forschen. Da brauche ich aber noch das für, um da weiter forschen zu können. Das war aber das Wichtigste, der Greifarm und irgendwie die Solarsegel, damit wir wieder weitere Satelliten bauen wollen. Wie gesagt, nochmal, wenn ihr Satelliten haben wollt, sagt mir Bescheid, jetzt kann ich richtig coole bauen. Kann ich diese Folge nicht mehr zeigen, weil ich da keinen Bock drauf habe und weil es mir zu lange dauert. Aber kann ich euch in der nächsten Folge mal zeigen, wie man so einen vernünftigen Satelliten baut. Der dann auch ein bisschen besser aussieht als unser erster. Weil der war schon, ich sag jetzt mal, anders. Hier, diese geben natürlich extrem viel aus. 3200 Trust, das sind natürlich Sachen, die können wir, die können wir, vorher hätten wir die nie erreichen können. Jetzt ist es locker machbar. Ich bin überwältigt davon, was wir hier alle schon zusammen geschaffen haben.
können hier auf Düsenjets sogar gehen, richtig mit Flugzeugen, die wir bauen können. Es macht mega Spaß, das muss ich euch auch mal zeigen. Das habe ich euch einmal gezeigt in der Sandbox-Variante. Vielleicht hier auch nochmal dann in der normalen Variante dann. Macht Spaß, freut euch drauf. In den nächsten Folgen gibt es also doch mehr zu sehen, als ich dachte. Passiert, wenn man es einmal richtig macht, kann natürlich viel passieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr mir folgen wollt und euch das mega gefallen hat, dann lasst ein Like da, dann kommentiert das Ganze. Wollt ihr einen Satellit haben, schreibt mir das. Habt ihr Skizzen für einen Satelliten, dann habe ich eine Idee für euch. Und zwar bin ich jetzt bei Twitter relativ aktiv, sehr aktiv. Und da kann man sich auch super Bilder schicken. Das heißt, wenn ihr eine Skizze habt vom Satelliten, so möchte mein Satellit aussehen, dann könnt ihr mir da Bilder schicken. Und ich kann das Ganze dann irgendwie versuchen, in die Realität umzusetzen. Also bleibt dran, bleibt dabei. Viel Spaß auch fürs nächste Mal. Den werde ich auf jeden Fall haben. Also bis dahin. Ciao.